Das ist eine sehr schwierige Aufgabe für Eltern, das herauszufinden. Man kann eventuell die Einlagesohlen kontrollieren, ob im Zehenbereich Abdruckstellen drinnen sind. Das Abdrücken der Fußkappe, wenn der Fuß im Schuh ist, hat sich nicht bewährt, weil die Kinder ihre Füße immer leicht zurückziehen. Das führt zu Fehleinschätzungen. Im Prinzip bleibt einem die Messung.